Okay, Freunde. Ich pack euch den Link rein. Ich fixiere die Nachricht im Chat. Ihr könnt abstimmen. Ich werde das Ergebnis nicht spoilern, damit ihr euch davon nicht beeinflussen lasst. Und wir werden in 3 Minuten das Ganze, oder ich würde sagen bei einer gewissen Anzahl von Votes. Wir haben bis jetzt 500 Votes und ich löse das Ganze auf, würde ich sagen, wir sind 18.000 Zuschauer. Ich würde sagen, bei so 5.000, 6.000 Votes machen wir einen Break und die Top 3 kommen dann nochmal in eine neue Abstimmung rein. Bam. Das heißt, wir machen eine Dreierabstimmung aus Forest Green, englischer Viertligist, Arsenal mit einer Budget Challenge und Sunderland. Die sind aus der 3. englischen Liga. Sunderland ja auch kranker Traditionsverein aus England. Finales Voting für Karriere-Team. Forest Green hat 42% gekriegt, Sunderland 32%, Arsenal 24%. Also, Freunde, haben wir unseren Verein gefunden. So. Da muss ich mir mal jetzt meinen neuen Verein hier angucken. Forest Green. Ey, das heißt, das wird heute ein super Stream. Zeig mal her, Forest Green. Mhm. Gute Leute auf jeden Fall am Start. Ja. Ich muss Rüdiger Rammel erstellen. Das ist ganz wichtig. Rüdiger Rammel braucht auf jeden Fall auch ein visuelles Upgrade. Der hat eine neue Challenge vor sich. Mit einem Fukuhila! Halt's Maul, ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. Das ist einfach Finch asozial. Mit... Auch gut. Nee, das ist zu viel. Ich glaube, der Fukuhila ist es. Ich glaube, der Fukuhila ist es, Chat. Bro, ich bin der Kombinationsboss. Die Hose passt zu den Haaren. Hose passt zu den Haaren. Outfit-Accessoire. Bro, ganz ehrlich, der sieht mies geil aus. Der sieht mies fresh aus. Stutzen. Socken, natürlich auch in grün. Schuhe. Gibt's auch grüne Schuhe? Oder, oh, damn. Bro, er sieht fresh aus. Er sieht mies fresh aus. Ohne Scheiß. Der traut sich wenigstens mal was. Okay. Nach 10 Jahren gehen wir rein. Okay. Nachhaltigkeit. Nach der Übernahme des Vereins durch Dale Vince im Jahr 2010 wurde das Thema Nachhaltigkeit in den Club integriert, um eine Zielgruppe auf die Gefahr des Klimawandels aufmerksam zu machen. Da bin ich euer Mann. Dazu wurde bereits 2013 zuerst rotes Fleisch aus den Angeboten entfernt und später vollständig auf tierische Produkte verzichtet. Das, ja perfekt, ich habe die letzten 3 Tage nur gegrillt und Fleisch gegessen, super Ding. Das Essen und Bier sind seitdem vegan. Nach eigenen Angaben werde inzwischen viel mehr Essen im Stadion verkauft als vor der Umstellung. Aufgrund des Erfolges wurde ein eigenes Catering-Unternehmen gegründet. Mhm. Die Ausstattung der Spieler wurde ebenfalls angepasst. Trikot und Schienbeinschoner werden aus Bambus statt aus Plastik gefertigt. Das ist sehr gut. Real Talk, sehr gut. Plastik, absolute Scheiße. Der Rasen des Stadions wird ohne Pestizide gepflegt und von einem Solarrasenmäher geschnitten. Maschallah, Alter. Im Jahr 2018 wurden die Forest Green Rovers für ihr Bestreben, der grünste Fußballverein der Welt sein zu wollen, mit dem Momentum for Change Award ausgezeichnet. Ja, nice. Und was machen wir, wenn wir irgendwann Champions League spielen? Schwimmen wir dahin oder was? Jungs, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Was machen wir denn, wenn wir irgendwann... Ich meine, Rüdiger Rammel steht für ökologische Nachhaltigkeit. Wenn wir irgendwann Champions League spielen, wie reisen wir denn zu den Spielen an? Real Talk, wir holen uns irgendwann N'Golo Kanté und wir fahren nur Fahrrad. Ganz einfache Geschichte. Easy, wir gehen rein. Der Fußball ist wieder da. Rüdiger Rammel hat seinen neuen Verein gefunden. Vorbereitungsturnier. Forest Green, ST Pets, FK Haugesund, Heracles Almelo, FC Vaduz, ADO Den Haag. Verein, den ich nicht aussprechen kann. Hamilton. Admira Wacker. Duisburg. Tückütsche München. Aber ich würde sagen, wir gehen auf Geld, oder? Wir gehen auf Geld. Ah! Alter! Freunde, das ist doch ein Perfect Match. Guckt euch mal einfach an, wie stilistisch... Ich muss das nochmal angucken. Wie sexy sieht es aus? Erstmal, guckt euch das an. Mit Rammel steht Forest Green Rovers vor goldener Zukunft. Einfach alles grün. Guckt euch mal an, wie sexy. Ja, ja, interessiert keinen. Nein. Hey. Hier. Guck mal da. Und im Hintergrund, der Eigentümer applaudiert. Bei Forest Green Rovers hat nun also Rammel das Sagen.
Kassensturz. Wie sieht unser Verein aus? Also, was uns hier auffällt, die sind nicht Meter. Die sind nicht Meter. Die spielen mit 4 Innenverteidigern. 5! Die spielen gar kein Ultimate-Team. 5 Innenverteidiger auf dem Feld. Und 2 Rechtsaußenverteidiger. Perfekt, Digga. Was ist das für ein Scheißkader? Wie viel Kohle haben wir? 1,6 Millionen. Ich schau trotzdem mal, was wir alles zu Geld machen können. Guck mal. Ebu Adams ist zum Beispiel... Also der gehört uns. Und der hat sogar ein 65er Rating. Das ist ganz stabil. Wird das eine realistische oder eine unrealistische Karriere? Das wird keine realistische Karriere. Wir versuchen mit einem vierten Englisch... mit einem Viertligisten aus England so weit wie es geht nach oben zu kommen. Die Karriere wird nicht realistisch. Ich packe erstmal so die schlechteren Spieler alle auf die Transferliste. Weil ich glaube auch, wir werden eher mit Jugendarbeit arbeiten müssen. Also, wir schauen mal rein. Was sind unsere Ziele? Verpflichte mindestens einen Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Haben wir schon gemacht. Emirates FA Cup, Runde der letzten 16. EFL League 2, im Aufstiegsrennen dabei sein. Okay. Nachwuchsentwicklung, Markenpräsenz. Erreiche 5 Spiele ohne Niederlage in Auswärtsspielen diese Saison. EFL League 2, okay. Verkaufe 2 Spieler und verpflichte 2 Schlüsselspieler als Ersatz. Beende die Saison mit vollständig ausgegebenem Transferbudget. Tschüss. Okay. Und wir müssen erstmal warten, ob wir vielleicht irgendwas... Guck mal, wir kriegen direkt ein Transferangebot für Dan Sweeney. Der hat halt ein 60er Rating und ist jetzt nicht krass, ne? 340.000 wert. 300.000 wert. 340 bieten die rein. Na, aber 380. Mit 1% Weiterverkaufsgebühr kriegst du mich nicht. Über Marktwert verkauft, Jungs. Rüdiger Rammel mistet aus. So, wir haben unser erstes Spiel mit Forest Green, FK Haugesund. Wir machen schnelle Simulation. Ist Vorbereitungsturnier. F in den Chat. Erstes Spiel gar nicht gut performt. 0-1 kassiert. Das ist halt am Anfang immer so schwer, wenn du so einen kleinen Verein hast. Wir versuchen es jetzt erstmal in der Formation gegen Herakles. Wir haben ja Kutucu. 10er, wir kriegen Gegentor von Kutucu. Ex-Schalker treffen immer gegen uns. Kutucu hat nicht getroffen. Wurde nicht eingewechselt. 11 in den Chat. Collins hat sogar das 1-0 gemacht. Er war unser erster Torschütze. Collins mit einer 7-1. So. Ja, perfekt. Also, der hier. Der kann halt auch offensiv zocken. Den könnten wir hier hinstellen. So, Collins, das ist unser Stürmer. Guck mal, Cadden kriegt da sogar plus 4. Den könnten wir sogar theoretisch als LM ummoden. Das ist halt echt stark. Dann haben wir ihn hier als RAV, kriegt da auch plus. Innenverteidigung. Wir haben ihn hier noch mit 62. Das ist auch stabil. Wilson kriegt hier minus. Dann machen wir es erstmal so. Okay. Whitehouse könnten wir hier spielen lassen. Und wir haben Matt noch mit einer 64. Matt vorne rein. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Jetzt bräuchten wir halt... Also unser erstes Target sollte sein, Flügelspieler zu holen. An sich sieht es gar nicht... Also ich würde sagen, wir brauchen einen RM für diesen Wagstaff oder wie der heißt. Und 2 Flügelspieler eigentlich. Weil dieser Bailey, auf den will ich halt nicht so krass setzen, weil der halt ein Leihspieler ist. Also, wir brauchen ein rechtes Mittelfeld. Oder einen RAV. Transferangebot für Thomas. Das ist ein nices Angebot. Der ist nur unser zweiter Torwart. Und wir würden 600.000 für den bekommen. Das ist eigentlich jetzt schon ein gutes Angebot. Ich mach mal 700.000 glatt. Aber das ist ein gutes Angebot. Ja, let's go. Das ist ein sehr guter Deal. Klimanock. Ja, das passt ja. Forest Green, nachhaltiger Verein, wir achten aufs Klima. Luis Thomas zum Klimaverein, gib ihm. Guter Deal. Bisschen Geld in die Kassen spülen, gib ihm. Drittes Testspiel gegen die St. Pats. Wir spielen das erste Mal die Dreierkette. Kann die was? Wir holen unseren ersten Punkt. 0-0. Ist okay. Können wir machen.
Boah, Koulibaly, ZM. Jungs, der wäre big als freier Spieler. Mit einem 68er Rating. Der wäre sehr stark. Könnten wir mal probieren. Je nachdem, was der für ein Gehalt frisst, ne? Digga, der hat so Raiola als Berater. 7000 Euro Wochengehalt. Hör auf rumzumucken. Du bist teuer. Warum bist du so teuer? Hör auf rumzumucken. glatt und Einstiegsbonus dicker AMG. Wirklich guter AMG. Kannst dir einen CLS 45 AMG holen. Ermio Raiola, hä? Guckst du Scheiße? Rüdiger Rammel. Gefärbte Haare und Fukuhila. Erster Transfer ist da. Bei dem Bailey haben wir eine Kaufoption, okay. Das wäre natürlich geil. Wir könnten einen Kauf vorschlagen. Wir könnten die Kaufoption bei ihm ziehen. Wir haben ihn aktuell geliehen. Er hat einen Wert von 1,2 Millionen. Ja, dann lieber jetzt kaufen, als am Ende der Saison, wenn er sich halt krass weiterentwickelt, ne? Spielte mal eine Million. Oder was soll ich... Ich gehe mal günstig rein, 900.000. Oh, okay. Das ist entspannt. 1,25 fordern die nur. 1,1 Millionen will Birmingham haben. Naja, denk's auch, ne? Nur weil Peaky Blinders bei dir in der Stadt spielt, kannst du hier dick was fordern. 975.000. Langsame Schritte. 1 Million glatt. Schlagen wir ein. 1 Million glatt. Zack, Kaufoption. Kaufoption gezogen. Bailey ist unser Mann. Da geben sie sich die Hand. Zack, zack. Warum wollen die alle eine Rolex haben? Ich dachte, wir sind ein nachhaltiger Verein. Aber alle schön Rolex haben, ne? Ja, ja. 2,9 Gehalt und eine goldene Daydate. Komm. Ja, ja, ja. Hauptsache Rolex, ne? Bailey, Ja, ja. Ich biete ihm Döner. Er sagt nein, Rolex. Alles klar. Ich würde erst den Torwart holen. Okay, dann lass uns erstmal den Torwart versuchen. 1 Million soll er kosten. Rüdiger Rammel muss jetzt sein Verhandlungsgeschick zeigen. 1,1 Millionen wert. Ich versuche hier wirklich eine Ruven Schröder Masterclass zu machen und den wirklich abzuluxen. 750.000. Scheiße. Das war die reinste Zeitverschwendung. Nein, guck mal, wie traurig er ist. Armer Rüdiger Rammel. Aua. Oh, guck mal, wie traurig. Oh. Da müssen wir es mit ihm versuchen. Will Papaga. Ich versuch's bei ihm. Oh, guck mal. Das ist wieder so ein alter Mann, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er denkt, er hat alles schon gesehen. Ruven Schröder Masterclass. Hey, lol, what the fuck? Kane Wilson, wer zum Fick ist Kane Wilson? Wer ist das? Hä, hey, ja, voll der gute Deal. Ich weiß nicht, wer Kane Wilson ist, aber der spielt bei uns eh. Ja, easy. Wow. Voll gut. Ich weiß nicht mehr, wen der haben will. Machen wir. Brudi, Kane Wilson, ich weiß nicht, wer du bist, aber Heidi Jalla, wir gehen rein. Abfahrt. Der ist dein RM. Ja, bald nicht mehr. Zack, gibt's den Anschlag drauf. Ach, guck mal, was ein Ehrenmann. Guck mal, was ist das denn? Er geht sogar im Gehalt runter. 1000 Euro die Woche. Bodenständiger Typ. Er sagt von sich aus, Chef, ich bin noch ein junger Bursch. Ich nehme ein bisschen weniger Gehalt. Direkt machen. Zack. Papanga, nächster Neuzugang. Und Papanga, du wirst meine Nummer 10. Freunde, unser erstes Ligaspiel steht an. Gegen Steven Age. Geil. Die haben doch... Steven Age hat doch Dings als Sponsor. Burger King. Ein gewisser Dimitri Gramotzes würde sagen, wir haben einen zusammengewürfelten Kader. Aber Jungs, ich glaube an euch. Papaga, neuer Transfer. Koulibaly neu im Team. Wir haben gute Leute geholt. Ich will jetzt ein erstes, schönes Spiel auswärts sehen. Perfekt, Bruder. Super Saisonstart. Lando Norris mit dem 1-0 oder was? Sauber. Noch ein besserer Ball. Ja! Papaga! Ich bin so ein Transfergott. 28 Minuten bei seinem Debüt direkt macht er das Tor. 1-1. Collins. Papaga. Oh ja! Viel Platz. Mach dich unsterblich, Ken.
Oh mein, what the fuck? Holy shit, Digga. Was? Nicky Caden, erstes Tor in der EFL League 2. Macht er so stark. Das Ding ist durch. Das Ding ist doch noch nicht durch. Pfeif mal ab. Hallo. Wir sind voll. Ja, danke. Jungs. Saisonsieg Nummer Uno. In Ligaspiel Nummer Uno. Caden wird zum Matchwinner.